Tack. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde, herzlich willkommen in unserer Show in Deutschlands Reality Quiz Nummer 1. Schön, dass Sie mich nicht vergessen. Ich muss sagen, in dieser kalten und knallharten Branche tut es gut, wenn Sie nach 4 Wochen Kurzurlaub noch wissen, wer ich bin. Ich weiß, viele von Ihnen hatten gefürchtet, dass ich nicht mehr aus dem Urlaub zurückkomme. Aber der Sender hat alles möglich gemacht. Am Samstag um 16.30 Uhr habe ich meinen Wohnwagen in der Eifel abgeschlossen, den Schlüssel unter die Matte gelegt und gesagt, bis zum nächsten Jahr. Wie man so leichtsinnig ist. Wie war Ihr Urlaub, meine Damen und Herren, okay? Ich sehe, Sie sind alle gut erholt. Unser Team hat die Welt bereist, darf ich Ihnen sagen, von Thailand bis nach Rügen. Was gibt es zu lachen? Ja, von Thailand bis nach Rügen. In aller Welt waren wir unterwegs und jetzt sind wir zurück. Erholt, gut gelaunt, für Sie zur Stelle, meine Damen und Herren, mit fantastischen Gästen, mit einem großartigen Programm und mit dem Gefühl zu sagen, danke, dass wir auch heute Abend in Europas Wohnstuben zu Gast sein dürfen. Für mich, muss ich sagen, war der Urlaub endgültig zu Ende am vergangenen Samstag, als ich gesehen habe, die Bundesliga fängt wieder an. Es geht los, der deutsche Fußball schaut nach vorne. Und Fußball im Fernsehen macht ja jetzt Spaß wie nie in diesem Leben. Oder? Haben Sie auch alle Premiere World? Haben Sie auch einen Decoder? Haben Sie auch bezahlt? Gucken Sie auch alle 11 Spiele gleichzeitig? Toll. Oder? Pay-TV heißt das. Oder wie die Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen sagen, Bezahl-TV. Bezahl-TV. Das böse, geldgierige Bezahl-TV. Was war im Bezahl-TV mein Spiel des Wochenendes Nummer 1? Es war Werder Bremen gegen Energie Cottbus. Tolles Spiel. Bremen gegen Cottbus oder wie wir hier im Team sagen, Cottbus Ost gegen Cottbus West. Und dann der Mann der Stunde, meine Damen und Herren, der Irre mit dem blauen Schlips. Christoph Daum, haben Sie diesen Anzug gesehen? Das ist doch unglaublich, oder? Ich sage es nochmal für alle Fans, jetzt, wo Sie 42 Spiele gleichzeitig sehen können. Die Tore rückwärts und in Zeitlupe. Ich sage es nochmal. Der Mann im blauen Anzug ist Christoph Daum. Und der Blaue im Anzug ist Gerhard Mayer-Vorfelder. Wenn Christoph Daum jetzt noch die Frisur hat von Rudi Völler, dann gibt es keinen Unterschied mehr zu Bernhard Brink. Ganz ohne Gentechnologie. Ich habe mich entschieden, die prominente Variante. Ich sage nicht Gen, ich sage Gene. Die Gene. Die Gene. Man sagt ja auch Eugène. Die Gene. Die Gentechnologie. Mein erster Gast ist ein echter Superstar. Ein lieber Kollege, und ich habe nachgerechnet, er ist bald 20 Jahre im Showgeschäft, meine Damen und Herren. Er bereitet gerade eine eigene Sitcom vor, aber Sie alle kennen und verehren ihn natürlich als Anchorman, als Gastgeber in der erfolgreichsten und besten Comedy-Show im deutschen Fernsehen. Hier in Deutschlands Comedy-Kanal Nummer 1, ProMedia 7 Sat Premiere World Sender 1 AG. So heißt es gerade, oder? Man weiß ja gar nicht mehr. Einen Tag weiß man nicht mehr, wie man gehört, am nächsten Tag weiß man nicht mehr, wie er heißt. So schnell verändert sich das Fernsehen. Heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, Mr. Wochenshow, Ingolf Lück. Und mein zweiter Gast, eine
Eine fantastisch aussehende Frau und wirklich war einer meiner ganz persönlichen Lieblingsgäste. Eine Schwedin, spricht perfekt Deutsch, war in der Schweiz auf dem Internat und schafft jetzt mehr und mehr den Sprung in die Welt des Filmgeschäfts. Ende August hat ihr Film Taxi Taxi in Deutschland Premiere, heute Abend bei uns Emma Schöberg. War das jetzt zu schnell für Sie? Ja. Da war so ein kleiner Hakler drin, oder? Meine Gäste heute Abend, Ingolf Lück und Emma Schöberg. So. Geht das? Dann. Vielen Dank. Sie wissen, es gab eine unschöne Diskussion um den 3. Oktober, den Tag, an dem wir die deutsche Einheit in diesem Jahr zum 10. Mal feiern. Und Dr. Helmut Kohl, für alle, die sich sonst nicht für Politik interessieren, das ist der Bundeskanzler AD. Dr. Helmut Kohl hat von sich aus jetzt die Teilnahme abgesagt an den offiziellen Feierlichkeiten. In einem Brief an Ministerpräsident Biedenkopf hat er gesagt, er möchte nicht, dass eine Einzelperson im Mittelpunkt steht, sondern die Sache. Dr. Kohl nicht in Dresden. Ich finde auch, irgendwie kann man es ihm nicht mehr recht machen, oder? Wenn er sprechen will, wird er nicht eingeladen. Wenn er eingeladen wird, will er nicht sprechen. Wie denn? Ja? Und? Und? In Dresden war man einigermaßen beruhigt, denn die Kosten für das Buffet halbieren sich jetzt natürlich. Dann, meine Damen und Herren, haben Sie das hier gesehen? Diese Schlagzeile. 3,5 Stunden Orgasmus. Eine Frau behauptet, es geht. Das heißt, die Frauen werden bescheiden. Und zwar, hören Sie bitte genau zu. Das ist vor allem, wenn Sie sonst zum ZDF gehören, interessant. Die Frau ist 64. 64 Jahre alt. Und sie schafft diesen 3,5-stündigen Orgasmus. Und das ist das Sensationelle. Mit dem Ehemann. Dreieinhalb Stunden. Sie gibt mit ihrem Ehemann Seminare in den USA. Es gibt bestimmte Stimulationstechniken. Ich sage es nochmal, 3,5 Stunden Orgasmus oder wie es bei deutschen Frauen heißt, Sommerschlussverkauf. Ich weiß, dass viele Frauen jetzt wehmütig zur Seite gucken. Gut, aber er bringt immerhin die Kohle. Meine Damen, aber 3,5 Stunden, da muss man halt noch so einen Warmduscher finden, der auf Streicheln steht. Moment! Moment! Der Einzige, der zurzeit in Deutschland 3,5 Stunden Orgasmus kriegt, ist Hans Eichel bei der UMTS-Versteigerung. Ich frage Sie mal, kapieren Sie das mit diesen UMTS-Lizenzen? Ja? Ich beneide Sie, ich nicht. Ich kapiere nicht genau, aber man hat mir gesagt, wer nicht dabei ist, kann einpacken, ja? Kann das Handy wegwerfen, kann es zertrampeln und es wird noch mehr. 80 Milliarden. 80 Milliarden ist der aktuelle Stand für diese wahnsinnig wichtigen UMTS-Lizenzen und Hans Eichel kriegt das ganze Geld. Ja? Wenn das 90 Milliarden Angebot kommt, gibt es dazu noch gratis TM3.
Nee. Ja. Und viele fragen sich schon, was macht Hans Eichel mit dem vielen Geld? Noch eine Expo! Die Frage ist doch, wozu müssen wir das Telefonnetz so drastisch erweitern, wenn demnächst sowieso halt Deutschland entweder auf irgendwelchen Inseln oder in einem Container hockt? Ja? Man braucht es doch nicht mehr. Der August ist schon fast zur Hälfte. Und Sie wissen es, wir brauchen einen neuen Liebling des Restmonats, wie das bei uns in diesem Fall heißt, für die letzten beiden Wochen. Wie immer, das ist Tradition bei uns. Sie treffen die Entscheidung, meine Damen und Herren. Hier sind die Vorschläge für den Liebling des Restmonats August. Wer soll unser Liebling des Monats August und damit Nachfolger von C-Promi-Matratze Jenny Elvers werden? Hier sind unsere Vorschläge. Kandidat Nummer 1, Eduard Geier, genannt Ede Gnadenlos. Gegen den kruppstahlharten Übungsleiter von Bundesliga-Neuling Energie Cottbus wirken selbst gestandene Trainerschleifer à la Werner Beinhardt-Lorand oder Felix Quelix Magath wie verschüchterte Backfische. Endlich einer, der unseren verweichlichten Fußballmillionarus zeigt, was eine Harke ist, der sie schindet, bis ihnen Buttermilch aus dem Hintern fließt. In Sportbild redete Geier jüngst Tacheles. Bei mir sitzt kein Spieler in der Mannschaftssitzung mit der Seltersflasche herum oder ein anderer hat eine Mütze auf. Er hat ordentlich da zu sitzen. Genauso erwarte ich von meinen Spielern, dass sie ihren Arsch mal lüften, wenn der Trainer in den Raum reinkommt. Abartig! Sodom und Gomorra! Sittenverfall wie im alten Rom! Ärsche bleiben ungelüftet! Der deutsche Fußball liegt am Boden! Aber es kommt noch Ärger! Ich verachte es einfach, wenn Spieler nur an Aktienkurse oder Videos denken. Das ist doch nur Scheiß. Sie sollten die Zeit einfach sinnvoller verplanen, mal ins Theater gehen, Bücher lesen. Unfassbar! Legendäre kickende Leseratten wie Katsche Schwarzenbeck oder Dieter Eils, die sich im Trainingslager gerne mal einen Roman von Dostojewski reinpfiffen, wären heutzutage schillernde Exoten? Doch Geier hegt noch Hoffnung. Ich denke, die Spieler sind noch gar nicht abgeneigt gegen klare Regeln. Wenn sie wissen, die kleine Mickey Maus wird genauso behandelt wie der große Spieler. Das stimmt, zumindest was Energie Cottbus betrifft. Wer mitzieht, hat bei Mad Dog Geier nichts zu befürchten. Haben Sie eigentlich Angst vor Ihrem Trainer? Ich nee, ist auch nur ein Mensch. Ein Mensch? Nun ja, das war Ivan der Schreckliche auch. Vorschlag Nummer 2, das Kickboard. Die wohl revolutionärste Erfindung nach dem Flugzeug und der Damenunterwäsche. Dieses geniale Fortbewegungsmittel wurde in sisyphusialer Kleinstarbeit von Professor David Flasch über Jahrzehnte hinweg entwickelt. Als Vorbild diente Flasch diese Dampfwalze mit dem Grundgedanken, Fortbewegungsmittel, die keinen Sinn machen. Ab in die Schrottpresse damit und fertig war sein erster Entwurf. Diese Art der Fortbewegung erschien Flasch allerdings zu unkompliziert. Parallel zu seinen Entwicklungen wurde in Italien an ähnlichen Projekten gearbeitet. Flasch schraubte den Motor raus, nochmals in die Schrottpresse und fertig war sein Kickboard. Zuerst fand seine Entwicklung nur in der Tierwelt Anklang. Doch mittlerweile sorgt eine taubenartige Verbreitung in unseren Städten für Aufsehen. Und sicherlich können sich in circa 5 bis 10 Jahren auch die Menschen in der Eifel an dieser schönen Erfindung erfreuen. Kandidat Nummer 3, Sigrid Löffler. Kämpferische Großkritikerin aus Österreich und ZDF-Vorzeigefrau des literarischen Quartetts. Wie? Sie wissen nicht, was das literarische Quartett ist? Na, diese Ulk-Sendung im Zweiten, wo Marcel Reich-Ranicki, Helmut Karasek, die Löffler und irgendeine arme Sau so traut beieinander sitzen und Reich-Ranicki jedes Mal das hier sagt. Es ist nicht schwerer zu beschreiben, ob ein Penis in eine Vagina dringt oder ein Bleistift in eine Tasche gesteckt. Worauf Frau Löffler immer antwortet. Das war jetzt ein hochinteressantes Pudelmudel, das Sie da serviert haben, Herr Reich-Ranicki, von Frauenfeindlichkeit, von merkwürdigen Vorurteilen, Ressentiments. Und nebenbei bekommt man diesen üblen Brechreiz, wenn man Helmut Karaseks abscheuliche Krawatten sieht. Doch jetzt verlässt Frau Löffler die Comedy-Truppe, weil ihr nach der letzten Sendung der Schmuddelkram Reich-Ranitzkis zu viel wurde. Ja, sie hat nach der Sendung sogar schlecht geträumt. Von den immerwährenden Altherren-Fantasien ihrer Kollegen. Dabei hätte es die Löffler schon früher ahnen können. Bilder aus den letzten Jahren des literarischen Quartetts beweisen es glasklar. Mit zunehmendem Alter ließen die Herren Reich-Ranitzki und Karasek ihren sexuellen Vorlieben schamlos freien Lauf. Sigrid Löffler, gut, dass du da weg bist. Kandidat Nummer 4. Graziano Rocchigiani, die sympathische Bumsbacke aus Berlin. Wieder mal wurde er Opfer schäbiger Pressehetze. Nur weil Rocky zum Frühstück gerne rohe Eingeweide isst, schiebt man ihm dauernd irgendwelche schäbigen Gewalttaten in die Schuhe. So soll er jetzt dem Gastwirt Peter P. derartig auf die Omme gekloppt haben, dass sowohl der Zinken als auch die Zuversicht bei Peter P. gebrochen wurde. Was für ein Unsinn. Wer Rocky kennt, weiß, der sensible Filigranboxer würde anderen nie absichtlich Feste ins Gesicht hauen. Das passiert eher zufällig und ist überhaupt nicht seine Art.
Zudem seine warmherzige Frau Christine unnötige Gewalt strikt ablehnt, stets versucht, ihren Mann zu mäßigen. Ja, zeig's ihm! Zeig's ihm, Marciano! Bring dich so um! Töt ihn! Nein, Peter P., mit dieser Story kommen Sie nicht durch. Geben Sie es zu, Sie wollten Rocky zusammenschlagen, er rannte weg und Sie bekamen seinen Ellbogen ins Auge. Aber für die Medien ist natürlich der schafsgute Graziano der Buhmann. Eine Schande. Genauso wie kürzlich, als Rocky in einer Disco von dem als Szeneschläger bekannten Icke Hässler schlimm provoziert wurde. Oder als er im Februar von Chefpöbler Max Schautzer angegriffen wurde. Alle wissen, dass Schautzer nur so aus Spaß zuschlägt. Aber auch hier blieb es mal wieder an Rocky hängen. Von der schäbigen Kneipenschlägerei mit Angela Merkel mal ganz abgesehen. Auch sie hatte im besoffenen Kopf angefangen. Also, Schluss mit der Rocky-Hetze. Der Junge ist anständig. Vorschlag Nummer 5. Birgit Breuel, die heiße Expo-Zuckerschnecke mit den frechen Zähneklamotten und dem unwiderstehlichen Miss Marple-Sex. Das aufgeschlossene Ding liebt es, sich ulkige Sachen aufzusetzen und ist auch sonst kein Kind von Traurigkeit. Kein Zweifel, Biggie setzt den Trend. Thomas Gottschalk trägt sogar ihre alten Frisuren auf. Dennoch werfen Kritiker der Starkstrom-Lady immer wieder vor, dass ihr die Expo am Arsch vorbeiginge, dass sie das Jahrtausend-Event falsch verkauft hätte. Frechheit, wirklich. Hören wir doch noch mal rein. Es werden Pferde über das Expo-Gelände galoppieren, Menschen durch die Luft fliegen, Türme gebaut, Derwische werden tanzen. Es wird eine mongolische Jurtensiedlung geben oder Geisterwesen aus den Alpen. Na also, Pferde, Türme und Derwische. Mehr ist nur wirklich nicht drin. Also, hör auf die wilde Biggie, get the feeling, komm zur Expo. Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling des Monats August ist Birgit Breuel, die heiße Biggie der Expo-Vulkan. Ja! Ihre Entscheidung, liebe Freunde. Eine tolle Entscheidung. Bye bye, Jenny, unser Liebling für den Restmonat August, Birgit Breuel, herzlichen Glückwunsch. Das Reserve-Mikro. Dann, meine Damen und Herren, hat uns Folgendes überrascht. Sie wissen, der FC Bayern spielt ja wie im Rausch. Schon jetzt, kurz nach Beginn der neuen Saison, fragen sich alle, wer soll diese Bayern stoppen? Und Sie wissen, es gibt große Aktionen gegen rechte Gewalt bei uns in Deutschland. Und auch der große Bayern-Sponsor Opel hat sich dieser Aktion angeschlossen mit dieser Annonce hier. Sie werden es alle gesehen haben in Ihren Tageszeitungen. Und drunter steht die Frage, Ausländer raus. Und wie schlimm es bei den Bayern aussieht, ohne Ausländer, zeigt diese Annonce. Schauen Sie, Kahn im Tor, Deutscher. Jeremies, Deutscher. Effenberg, zurzeit verletzt, kann Opel ja nicht wissen, wenn sie die Anzeige schalten. Ja, muss als Verletzter ran und Mehmet Scholl, auch Deutscher. Vier Deutsche und der Rest Ausländer. So sähe es aus bei den Bayern. Nur wir müssen mal fragen, Opel, warum fehlen denn diese ausländischen Spieler? Zum Beispiel Giovane Elba. Haxen gebrochen. Im Urlaub. Und wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus, Opel, wenn zum Beispiel ein ausländischer Mitarbeiter sich im Urlaub verletzt? Nach zwei Tagen unter Krankmeldung sickert. Gibt es eigentlich noch den Vertrauensarzt? Gibt es das noch in deutschen Betrieben? Es ist schlimm für die Bayern, denn die ausländischen Spieler sind die Leistungsträger. Lisa Rassou zum Beispiel, psychisch sicher auch momentan noch nicht fit, hat in Frankreich eine Show gemacht, nach einer Folge eingestellt, in der er große Leistungen bei Tieren mit großen Leistungen bei Menschen verglichen hat. Peck. Aber Opel, wir haben Hilfe, denn ihr werdet es nicht glauben, Bayern hat noch ein paar Deutsche im Team. Hier vorne würden wir sagen, Zickler. Ja, dann Janker. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, in diesen schwierigen Zeiten, gehen Sie nicht nur nach dem Äußeren. Ja, wirklich. Wirklich. Dann. Tarnath.
Strunz, großartiger Mann, war hier bei uns, wenn Sie sich erinnern, nach dem letzten Spiel der Nationalmannschaft bei der EM. Und ich muss sagen, seit ich das erlebt habe, denke ich anders über den Profifußball. Wirklich. Ich stand neben ihm, als er draußen auf unserem kleinen Sportplatz abgezogen hat. Und sein Schuss wie ein Kanonenschlag. Der Ball geht schnurgerade. Und Sie glauben, Sie haben noch nie einen Ball fliegen sehen, wenn Sie das mal erleben, aus nächster Nähe, wie so ein Profi rantritt. Strunz, Deutscher im Bayern-Team. Dann haben wir hinten noch Linke. Klasse Mann, hat Großes geleistet. Und Fink. Und ich sage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Richtig, da fehlt der neue Wundermann der Bayern, Wiesinger. 11 deutsche Spieler und hier in Köln würde man die auf der Sänfte abholen, wenn man sie hätte. Und wissen Sie, was die Köln-Fans bei uns im Team sagen? Der erste FC Köln ist die am besten platzierte Mannschaft ohne Punkte. Ja. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn Lisa Rassou, Paolo Sergio und Giovanni Elber wieder mit dabei sind. Aber im Notfall ginge es noch. Und ich muss sagen, ich hab am Wochenende großes Fernseherlebnis gehabt. Haben Sie auch Sabine Christiansen gesehen? Gucken Sie das auch jeden Sonntag? Damit fängt für mich die Woche an. Sabine Christiansen, über die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, sie hat dem Fernsehen und der Politik das Cremefarbene geschenkt. Eine tolle Runde. Und haben Sie gesehen, auch gegen Extremismus, Bernhard Vogel, der arbeitet, glaube ich, mittlerweile auf Lohnsteuerkarte bei Christiansen. Ministerpräsident Ringsdorf, Hans-Olaf Henkel. Und, worüber ich mich besonders gefreut habe, Axel Schulz, meine Damen und Herren, der eine Aktion gegen Gewalt ins Leben gerufen hat. Die Aktion heißt Kraft gegen Gewalt. Kraft gegen Gewalt. Ich dachte erst, klingt das nicht ein bisschen wie Kraft durch Freude? Ja? Aber, Moment. Zum einen wurde Axel Schulz beruflich mehrfach schwer von Ausländern verprügelt. Ja? Und zum Zweiten, muss man sagen, genau genommen, ja, hätte es damals nicht Kraft durch Freude gegeben, bräuchten wir heute vielleicht nicht Kraft gegen Gewalt. Irgendwo ist ja so ein Zusammenhang, ja. Und dann zepp ich da rum am Abend, als Irritierter aus dem Urlaub zurückgekommen, und da sehe ich Conan O'Brien, unseren Late-Night-Kollegen aus New York. Und wissen Sie, was der parallel macht? Conan O'Brien stellt die Juden in seinem Team vor. Haben Sie gehört, zu Hause, wie still geworden ist im Studio? Ja, ich sage es nochmal. Conan O'Brien stellt die Juden in seinem Team vor. Völlig harmloser Satz, völlig okay. Er hat viele. Ja? Und der Grund, warum er sie vorgestellt hat, war der Vizepräsidentschaftskandidat von Al Gore oder wie wir im Pentagon sagen, Running Mate Joseph Lieberman, jüdischer US-Bürger. Und das ist in Amerika so sensationell, verglichen wird das wie damals Kennedys Wissen, der erste Katholik als Präsident. Und ich muss sagen, Kennedy ist als Katholik für mich noch mehr Vorbild als als Präsident. Ja, wie immer. Immer. Immer habe ich gesagt, wenn ich moralisch im Zweifel war oder so, was würde Jack jetzt machen? Immer wenn irgendwo vor meinen Augen ein rosa Höschen aus der Handtasche gezogen wurde. Ich sage, nein, du bist katholisch. Finger weg. Da war ich so irritiert, habe ich gleich wieder umgeschalten. Joseph Lieberman. Gibt es eigentlich schon Kommentare von Dressler von der SPD? Wir wissen, unser neuer Botschafter in Israel hat ja auch Ärger eingefangen. Falsch zitiert worden, hat er gesagt. Was ist los? Ja, ich habe Ihnen doch nur beschrieben, was passiert ist, als ich durch meinen deutschen Fernseher gezappt habe. Ja? Alles völlig okay, alles frei empfangbar, ohne Decoder. Einfach die mediale Welt in diesen Tagen. So sieht's aus. So, jetzt aber zu einem politisch neutralen Thema, zu einem Menschen, der uns in die Zukunft schauen lässt, das ist nur so pfeift vor Begeisterung. Der neue Bundestrainer Christoph Daum, meine Damen und Herren. Und ich sehe, jawohl, die Leitung nach Leverkusen steht. Und ich begrüße, meine Damen und Herren, den amtierenden
Trainer von Bayer Leverkusen und künftigen Bundestrainer Christoph Daum. Namens Herr Daum. Namens Herr Schmidt. Wie geht's Ihnen, Herr Daum? Ja, Herr Schmidt, ich wusste natürlich, dass Sie mich das fragen werden, also wie es mir geht. Ihre Frage trifft mich insofern nicht unvorbereitet. Da kann ich Ihnen auch die passende Antwort geben. Eine 1A-Retourkutsche sozusagen, ein dolles Bonmot, das mich unsterblich machen wird. Ja, bitte, Herr Daum. Nun, hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, Herr Daum, das ist ja nicht von Ihnen. Das hat Martin Luther gesagt. Nein, hat er nicht. Ich hab's gesagt, gerade eben. Herr Daum, nein, das ist ein berühmtes Luther-Zitat. Na gut, dann sage ich eben was anderes. Also, wir sind alle kleine Sünderlein, zwar immer so. Das ist von Willy Milovic. Nein, von mir. Nein? Ist ja egal, Herr Daum. Wenn Rudi Völler die deutsche Nationalmannschaft jetzt im Moment betreut, morgen das erste Spiel gegen Spanien, dann werden Sie ja doch von Leverkusen aus bereits im Hintergrund beratend tätig sein. Ist diese Doppelbelastung auszuhalten? Nun ja, Herr Schmidt, eine alte Indianerweisheit besagt ja, was den Daum nicht umbringt, macht den Daum nur stärker. Mich können Sie in 20 Stücke schneiden, dann wachsen aus 20 neue Christoph Daums. Herr Daum? Ich bin also sozusagen ein japanischer Kirschbaum. Wenn Sie mich mit stinkender Jauche düngen, duften meine Blüten nur noch schöner. Herr Daum? Und wissen Sie, Herr Schmidt, ja, ich bin ein Fußnagel, der einwächst und dann vereitert. Herr und Herr Daum, letzten Samstag. Im aktuellen Sportstudio haben Sie über Ihre Pläne zur Modernisierung der Fußballnationalmannschaft gesprochen. Nun ja, Herr Schmidt, mir schweben hier natürlich für die Nationalmannschaft kleine, effektive Teams vor. Stichwort schlanke Produktion. Warum sollen wir immer mit einem riesigen, aufgeblähten Apparat von 11 Spielern auflaufen? Es wäre besser, nur 5 hochmotivierte Leute spielen zu lassen. Meinen Sie das ernst, mit 5 Spielern gegen Spanien? Nein, natürlich nicht. Nicht. Wir hätten ja überhaupt keine Chance. Herr Daum? Herr Daum, sind Sie wahnsinnig? Oh ja, komplett nicht wahr. Bitte? Aber ich meine, wie wollen Sie den deutschen Fußball retten? Aber wir müssen an der inneren Einstellung arbeiten. Die Spieler müssen wieder gute, alte, deutsche Tugenden entwickeln, in zeitgemäßer Form natürlich. An welche Eigenschaften denken Sie da speziell? Nun ja, Herr Schmidt, das wäre einmal Herzensbildung, Scham und Sorglosigkeit. Unsere Spieler müssen mehr Ausstrahlung entwickeln. Das sind deutsche Tugenden? Aber für mich schon. Wichtig sind auch Belesenheit, sexuelle Potenz und eine schöne Handschrift. Jeder Spieler sollte das Kamasutra-Lehrbuch aus dem FF kennen. Verstehen Sie, was ich meine, Herr Schmidt? Ja, Herr Daum, danke. Ich glaub, das ich schon, ist ja, ja toll. Sonst versteht niemand, was ich sage. Meine Freundin sagt dann immer, meine Fresse, Christoph, was du wieder für eine gequirlte Scheiße redest. Herr Daum, vielen Dank für dieses Gespräch. Christoph Daum. Meine Damen und Herren, einer der erfolgreichsten Moderatoren und Komödianten im deutschen Fernsehen. Woche für Woche in der Wochenshow sorgt er mit seinen Kollegen für Rekordquoten. Und demnächst hat er Premiere als Synchronsprecher in einem großen, technisch sehr, sehr aufwendigen Kinofilm Chicken Run. Herzlich willkommen, Ingolf Lück! Danke. Ja. Ja. Da hörst du's. Ja, aber ich glaube, das ist auch der erleichterte Applaus, dass du Christoph Daum so ein Forum gegeben hast. Dass wir nämlich wieder wissen, der Fußball ist in guten Händen. Ich meine, wir haben 20 Jahre lang spielen wir Scheiße. Ja. Mit Christoph Daum werden wir nicht besser spielen, aber wir wissen, warum wir Scheiße spielen. Das ist gut. Ja? Ja, es ist einfach. Alles, was er macht, kann Psychologie kommt jetzt nach vorne. Das wird ganz wichtig. Absolut, alles was er sagt, kannst du zitieren. Ja, wenn er sagt, Herr Schmidt, ja, ich bin eine Begeisterung pur, ja, der deutsche Nationalmannschaft, die muss wieder mit 11 Spielern spielen, ja. Ich lebe das vor. Natürlich, absolut. Das ist das Wort. Ich lebe das vor. Hast du einen Lieblingsverein?
Ja, ich wohne in Köln, also ja. Ich mag den FC Köln, über den du eben schändliches gesagt hast. Doch, natürlich, das haben alle gehört. Ja, die sind Elfter, sie sind vor Kaiserslautern und ich sage nur VfB Stuttgart. Ja, gut, ich meine, dein Verein vielleicht. Ja, eigentlich. Ich meine, gut, das war jetzt der erste Spieltag. Arminia Bielefeld ist natürlich mein Verein. Ich gehe alle Höhen und Tiefen mit Arminia Bielefeld. Ja, aber das ist ein Verein, der stimmt von der Chemie her und von der Ausstrahlung, also das ist okay. Schalke-Fan? Nein, Schalke-Fan eigentlich nicht. Nö. Ich kenne aber viele, die wirklich begeistert sind. Ja. Begeisterte Schalke-Fans sind, trotz Andi Möller. Was will man machen? Er war nicht schlecht. Nein, er war nicht schlecht. Er war verschüchtert. Ja, ich hab gehört, ein Schalke-Hooligan hat ihm eine Feder vor die Füße geschmissen und dann das konnte er nicht mehr spielen. Das ging nicht. Aber ich meine, die haben ja immer mit 11 Leuten gespielt, so wie Christoph Daum es will. Aber die deutsche Nationalmannschaft jetzt, da ist es ja wirklich, das ist ja wirklich ganz gemein. Und jetzt morgen gegen Spanien. Ja. Und du kennst vielleicht, oder Sie kennen vielleicht, dieser visionäre Super-GAU, der Fußballer, dass morgen in Hannover Raul, der Stürmerstar, der Spanier, Raul, ist kein Fren. Raul. Ja, ist kein Fren. Dass der wirklich zu seinen Spielern geht und sagt, Leute, pass auf, ich mache das Spiel heute alleine. Ihr bleibt im Hotel, macht's euch schön, könnt ein bisschen Tzatziki tanzen, ich gehe da alleine hin. Er geht also alleine hin, kommt wieder, das Spiel ging 1-1 aus. Ja. Skandal. Fragen die Kollegen, wie kam das? Sagt Raul, also das Spiel fing gut an. Ja. In der 4. Minute habe ich das 1-0 geschossen. Ja. Dann habe ich gefoult, wurde in der 38. Minute vom Platz gestellt. Ja. Und dann haben die Deutschen in der 89. Minute den Ausgleich geschossen. Man kann ihn immer wieder bringen. Er ist nicht schlecht. Ich habe ihn neulich gehört mit Beckham. Ja. Aber ist ein schöner. Ein ganz anderer Witz. Ein völlig anderer Witz. Aber, ganz kurz, was gibt es für Pläne mit der Wochenschau? Wir alle sind sehr gespannt, neue Kollegin. Ja, Annette Frier wird dabei sein. Die Wochenschau kommt ganz frisch daher. Also es ist die erste Sendung, die jetzt wieder live ist nach der Sommerpause. Das muss man ja sagen, weil die Wochenschau ja ab und an in unserem Sender... Nicht häufig. Es gibt Classics und Premium und Specials und Best of Classics. Aber eigentlich selten. Eigentlich selten. Und deswegen muss man jetzt auch deutlich sagen, hier kommt eine neue, frische Wochenschau. Frische, mit neuen Gags. Natürlich. Jetzt in dieser Woche gemacht. Gags sind schwer. Es wird immer schwieriger, Gags zu machen. Du weißt, dass es gibt die schlechten Autoren nur noch. Es geht ja durch die Presse. Ja. Die Autoren werden immer schlechter, die Gags werden immer schlechter. Und wir haben jetzt überlegt, was könnte zum Beispiel die Schlagzeile für den Herbst sein, für den Spätsommer. Und dann sitzt man eben mal zusammen und dann kommt, ich sag dann so Sachen, ein guter Gag könnte sein, endlich entdeckt Jenny Elvers IQ ist kleiner als eine Scheibe Graubrot. Finde ich gut. Ja, ist gut für die Familie, da kann man Schnitzel zu essen. Ja, aber dann gibt es eben halt diese jungen Autoren, also wir haben jetzt auch zwei Frauen, die sagen, nein, wir müssen härter werden. Ja, also beispielsweise Männer, jetzt absolut überflüssig, neuer Vibrator kann auch spülen. Aber das ist, bitte, jetzt keine... Ja, ist aber nicht schlecht. Ja. Wobei ich das sagen muss, ich kann es nicht sagen. Meine Autoren, muss ich sagen, sind wunderbar, hochzufrieden, sympathische junge Herren. Und wir haben auch zwei Damen, die allerdings von außerhalb. Ja, die kommen ja auch nicht durch, diese Guten. Die Schlechten kommen ja durch. Durchkommt dann zum Beispiel so ein Spruch wie Horror, Dame mit Darmverschluss nach Oralsex geplatzt. Das ist schrecklich. Sowas kommt durch? Und das wird man am Samstag sehen. Ja, aber wir haben natürlich auch noch andere Sachen. Also wir haben natürlich jemanden aus dem Big Brother Haus zu Gast. Ja. Ja, absolut. Wen denn? Sabrina wird kommen, hat sie angesagt. Und wir machen natürlich... Was heißt das denn? Profitlich mit Perücke? Dann haben wir natürlich die Dame dabei, die uns das Cremefarben, wie du eben schon sagtest, gebracht hat. Also Christiane Sabinsen. Schön. Wir haben es umgedreht, damit keiner merkt, worum es geht. Sehr clever. Und das ist natürlich als Frau des kenntnisreichen, investigativen Journalismus. Jetzt, war das für dich neu? Ich habe das so leicht dahin geplaudert, gesagt, Premiere als Synchronsprecher, oder hast du das schon mal gemacht gehabt für so einen großen Zeichentrickfilm? Ja, ich habe schon mal, also ich habe noch keinen, sowieso jetzt ja auch keinen Menschen gesprochen. Ich habe schon mal eine Ratte gesprochen bei Dr. Doolittle und ein anderes Tier auch schon mal. Ja. Aber das war jetzt wirklich eine Premiere. Und ist das schwierig? Also, ja, es ist deswegen schwierig, weil in Amerika hat das Mel Gibson gesprochen. Und die machen es ja nicht so, dass die zeichnen, beziehungsweise in diesem Fall kneten, das ist ja alles geknetet, das sind ja 2000 Kilo Knetmasse, Plastilin. Sondern der spricht erst Mel Gibson, dann kneten die und so toll ist es natürlich dann auch. Und ich muss dann also auf die Knetmasse, auf den Mel Gibson sprechen und dann noch Deutsch. Ja.
Und ja. Es ist trotzdem noch was Wunderbares dabei rausgekommen. Das ist schön, wie wahnsinnig schwierig war. Das heißt, man überlässt Mel Gibson sein Tempo und sagt, absolut. Du, Mel, das war riesig, super. Ja. Wenn du es noch einmal machen willst, oh, okay. Ja, 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 ja. Genau, genau. Aber ansonsten, und man hier dann im Ausland, ja. Muss das natürlich. Aber ich habe schon Ausschnitte gesehen und ich finde, du hast es toll gemacht. Ich finde das wahnsinnig schwierig synchronisieren. Und es ist, du bist auch eigentlich unglaublich schwer zu erkennen. Also du hast dich sehr verstellt mit der Stimme. Eigentlich nicht. Ich finde schon. Ja, mal gucken. Oder? Ja, man hört so ein bisschen natürlich auch die zweite Sprachmelodie. Aber ich glaube, wenn man jemanden zu prägnant hört, also wenn jetzt zum Beispiel der Kollege Gottschalk was synchronisiert, dann ist es immer er. Ja, er? Hallo? Hallo? Aber, mein Lieber? Aha. Der Film heißt Hennenrennen. Ja, also er heißt auf Deutsch heißt er Chicken Run Hennenrennen. Er hat einen Doppeltitel. Ja. Chicken Run Hennenrennen? Ja. Ja. Und was ist für eine Figur, die du sprichst, das Haupthuhn? Ich sprich den Hahn. Der sieht gut aus, eloquent, sagt den Mädels, was Sache ist, hat die Krone auf. Ja. Und der Film hättest du auch machen können eigentlich. Naja, ich kann es nicht. Und der Film hat sehr gute Kritiken gekriegt. Ich habe gelesen, FAZ und so weiter, wirklich wahr. Und es wird auch sehr, sehr, es muss technisch ein revolutionär neues Konzept sein mit dieser Knetmasse und so weiter. Also, Es geht eigentlich wieder zurück. Es ist halt, nicht virtuell, es ist keine Virtual Reality, sondern es ist einfach geknetet. Ach so. Und naja, aber das ist das Revolutionäre. Aber, ja, natürlich, natürlich. Weißt du? Wieder zurück zur Knete. Wieder, und mit anderen Worten, es geht um unheimlich viel Knete. Ja, absolut. Aber so. Sehr schön. Ich habe ihn mir lange aufgespart. Jetzt sehen wir einen Ausschnitt. Chicken Run, Hennenrennen. Ich heiße Rocky. Rocky, das Road Island Rothut. Kurz Rhodes. Rocky Rhodes? Starker Name, hä? Mr. Rhodes, sind Sie das? Wer will denn das wissen? Eine Schar recht verzweifelter Hühner. Also wenn Sie das wirklich sind, dann wurden unsere Gebete offensichtlich erhört. Tja, dann bin ich wohl euer Wunderpüppchen. Denn das bin ich wirklich. Und ich sage es nochmal. Ich habe ein sogenanntes Making of Classic gesehen. Ja? Ja. Und ich habe das gesehen, die Szene, wie Mel Gibson im Studio stand. Und es ist wirklich so, er hat einfach das Blatt vor sich gehabt, hat das gesprochen und dann wurde er danach geknetet. Ja. Und du, für dich ist es eigentlich wirklich schwieriger. Und ich finde, du hast es toll gemacht. Aber es gibt da gewisse Parallelen in der Physiognomie. Zu Mel und dir. Zu mir und der Hahn. Ach so. Ja, genau. Ach so. Also ein bisschen schlabelähnlich. Ja, aber du weißt ja, man beneidet dich darum. Ja. Natürlich, man weiß ja um die. Aber natürlich okay. Kommt davon nicht. Das ist Ingolf, liebe Grüße an die Kollegen. Mhm. Viel Erfolg. Mhm. Danke dir für deinen Besuch. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Lass uns nicht wieder lange warten. War das 8. Mal heute bei uns? Ich glaube ja. Ingolf Lück, meine Damen und Herren. Der nächste Gast gehört nicht nur zu den absoluten Topmodels, sondern ist einer meiner ganz speziellen Lieblingsgäste. Herzlich willkommen, unsere großartige Freundin Emma Schirbeck. Entschuldige, bin ich auf die Füße geschickt. Kein Küsschen heute, ne? Kein Küsschen. Ja. Entschuldige. Danke. Entschuldige. Wow. Ich bin auf die Füße geschickt. Das sind ja wahnsinnige Schuhe. Ich habe die für dich genommen, weil letztes Mal hast du gesagt, ich habe Schnellfickerschuhe angehabt. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist mein neues Wort auf Deutsch. Ja, das ist ein neues Wort. Jetzt haben meine zweite schnelle Figuren. Nein, du, die sind absolut. Sag uns bitte für die Frauen zu Hause, die diese Schuhe kaufen wollen. Wo hast du sie gekauft? In Paris? In Cannes. In Cannes. Ja, natürlich. Ich habe dich gesehen, wie du über den roten Teppich in Cannes gegangen bist. Ja, schön, gell? Aber nicht mit diesen Schuhen. Ja, du sahst sehr cool aus. Ja? Du sahst sehr cool aus. Und ich kann dir wirklich nur gratulieren. Ich war in Frankreich im Urlaub und ich habe große, wirklich so große Plakate gibt es bei uns gar nicht gesehen. Taxi, Luc Besson ist ein ganz toller Regisseur. Ja, ganz toll. Er hat nicht regisiert diesen Film, aber geschrieben produziert. Genau. Und geschrieben. Mhm. Und er hat, und dein Name ist wirklich richtig groß platziert. Yes. Ja. Und das heißt, das sieht so aus, als ob es für dich richtig gut weitergeht im Filmgeschäft, oder? Ja, also ich habe Glück gehabt, weil beim Taxi war meine Rolle ganz klein, mein erster Film. Und ich bin ganz zufrieden, da habe ich ein bisschen probiert. Und ich glaube, Glück hat gedacht, als er die zweite geschrieben hat, dass ja, sie kann mehr. Und mir die Chance gegeben, ein bisschen diese Rolle zu entwickeln und mehr spielen. Und die Rolle ist größer geworden. Ja. Und du spielst eine Deutsche, darauf sind wir so stolz. Ich weiß nicht. Ach so, das ist keine Deutsche? Nein, also im Film doch, sie ist Deutschin. Ja. Sie heißt Petra. Petra? Ja, ganz schön, Petra. Ja. Petra. Und was ist sie für, also ist deutsche sie nett? Ja, ganz nett eigentlich. In zweites ist sie ein bisschen mehr human, also ein bisschen mehr fröhlich. Sie ist ganz hart im Ersten und jetzt ein bisschen mehr...
Aber locker, würde ich sagen. Ja, aber wir werden gleich einen Ausschnitt zeigen. Die Leute in Frankreich lieben Petra, glaube ich. Ich glaube bestimmt, die Leute werden verrückt nach dir sein in Frankreich. Oder? Nein, nein, nein. Ah. Ich weiß, ich bin ganz groß und so. Ja? Wie schwer für die Franzosen. Die so nein. Schau mal Antoine. Schau mal Antoine. On est ah, so braun vous êtes français? Ah, mais Antoine, oui, excusez-moi. Il est français de près de Bordeaux. Ah, pardon. Ja? Excusez-moi. Nein, er nimmt sie nicht übel. Nein, ist gut gelacht, aber sie ist ja Deutschin. Ja. Weil im Ersten waren die Schlechte ja. Waren ja Deutsche. Ja. Und das hat etwas mit dem Krieg zu tun, glaube ich. Weißt du, Zweite Weltkrieg, das ist ein heikles Thema für uns. Ja. Und Deutschen und oh, das so war ja böse. Da waren ganz ja, böse. Und jetzt ist sie ja gut. Sie ist Deutschin. Ja, denn die Deutschen sind noch nicht alle gut, aber wir sind auf einem guten Weg. Weil das Ausland hilft uns. Zum Glück werden wir nicht so behandelt wie Österreich. Ja. Ja. Glücklicherweise. Ja. Obwohl, ich glaube, dass Heide zum Beispiel aus dem Feiern gar nicht mehr rauskommt. Gut. Ja, jetzt. Aber die Frage ist, wo hast du Urlaub gemacht? Ich habe Urlaub in Griechenland gemacht. Ein bisschen in Schweden. Ja. So klassische Midsommar. Ja. Und dann Griechenland 2 Wochen, Mykonos. Wo? Mykonos. Ja. Wirklich? Ja. Ist das so? Ja. Warst du alleine da? Nein, mit meinem Freund. Über den wissen wir so gar nichts. Nein. Ist das ein Prominenter? Ja? Nein, nicht Nein. Ich, so. Und war er lange weg so auf Mykonos, wenn er mal Zigaretten holen ging oder so? Oder, ja, das war das Problem. Also er war überhaupt nicht so aufgeregt oder nervös, aber ich war ganz nervös. So, Hans, komm her, komm ja. Bitte. Hans. Deutscher? Nein. Österreicher? Schwede. Ein ja. Schwede, der Hans ja. heißt. Hans Lindström. Nein. Hans Wiglund? Ja, ganz schön. Ist Hans ein du wirkst ja, sehr gibt, verliebt. Ganz. Du es gibt ganz viele Namen. Also ja. Emma ist ja auch deutscher Name, glaube ich. Ja. So im Ursprung. So, ja. Wir aber Emma deutsche ist ein Namen. Toller Name. Danke. Und passt auch gut zu dir, finde ich. Weißt, es hat so was Cooles, ja? Es ist auf der einen Seite sehr so klassisch, ja, auf der anderen Seite so Emma. Ich weiß, es ist gut. Emma, ja. Emma steht auch in Deutschland. Emma steht auch in Deutschland für Weiber, die es krachen lassen. Nein. Eine große Frauenzeitschrift. Nein. Eine große Frauenzeitschrift. Ich habe gehört. Wirklich, eine Powerfrau. Kennst du Anne Schwarzer? Ja, eine tolle Frauenzeit. Also ich habe Tante Emma Laden. Ja, aber da muss ich gleich Sozialkritik werden. Ein guter Freund hat eine Kuh, die Emma genannt ist. Ja, die heißt aber auch Elsa oder so. Elsa also, oder Emma. So. Ja, hängt vom Euter ab. Ich weiß, ist das aber, ganz... Aber... Warte mal. Ist das jetzt... Ja. Es war so bad. Also, okay, aber... Aber es geht schon gut mit Emma. Es ist einfach, aber... Ist das ganz populär jetzt in Deutschland? Gibt es junge Leute, die viele, jetzt... viele. Also es sind ja wieder diese Vollkornnamen kommen wieder. Emma, Heidi. Heidi. Ja. Heidi Klum. Anna und Anna, so. Meine Schwester, ganz gut. Deine Schwester heißt Anna? Ja, ganz du gute... Du wirkst sehr seriös verliebt, ja? Letztes Mal hast du ein bisschen so, immer so ein bisschen... Ja, ich habe keine Liebe letztes Mal. Jetzt wirk, ja, ja, aber jetzt wirkst du mit Hans, das könnte, glaube ich, was... Festes werden, oder? Das sage ich noch nicht. Ja, wir werden dich fragen, wenn du wiederkommst. Ah, behalte ich ganz persönlich. Ja, das ist auch richtig. Privates bleiben. Jetzt zeigen wir mal einen Ausschnitt aus dem Film Der Bus kommt. Nein, Taxi. Taxi. Heißt auch aber das Film? Andere Film habe ich gesagt, wir reden nicht darüber. Welche? Der andere Film. Welcher andere Film? Weil du weißt ja, der andere Film, diese X-Rated. X-Rated hast du Emma gemacht? Auf die Wiesen. Emma auf der Wiese. Hast du gedreht? Nein. Wirklich? Du bist ja drin selbst, Mann. Entschuldige. Ich brauchte das Geld. Ja, genau. Ich weiß, ich auch. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, ja. Aber für mich war enttäuschend, dass du nach 2 Stunden bewusstlos wurdest. Ja, ich habe erwartet 3,5 Stunden Orgasmus. Aber ist nicht passiert. Gell? Ja, ich auch so nicht. Schade. Ich muss erst mal nachgucken, was das ist. Genau, ich auch. Jetzt zeigen wir einen Ausschnitt, meine Damen und Herren. 3,5 Stunden Orgasmus, wenn Sie zu Hause schon mal auf den Videorekorder drücken durften. Der Ausschnitt könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. Taxi, Emma Schöberg. Taxi, Emma. Alles Gute. Komm bald wieder, lass es dir gut gehen. Und viel Glück mit deinem Hans. Emma Schöberg.